Als Michael Weber und seine Kollegin Cornelia Bauer zu einer gefährlichen Körperverletzung gerufen werden, erwartet sie am Tatort eine brutale Szenerie. Hey, den Schläger aus der Hand. Den Schläger aus der Hand. Auf den Boden, auf den Boden. Auf den Boden. Sag's nicht nochmal. Die haben mich beklaut, die haben mir Geld ganz geklaut. Ganz ruhig, das klären wir sofort. Ganz klären wir. Die haben mir Geld geklaut. Die haben mich bestohlen, meine Mitbewohnerin. Ja. Die sollen mein Geld hergeben. Also Sie kennen sich, ja? Wir wohnen zusammen und wir klauen mich ständig. Und dann hauen Sie denen das Auto kaputt, oder wie? Ganz ruhig, ganz ruhig. Sie glauben mir nicht. Ah. So, ich bin unschuldig, die sind die Verbrecher. Die klauen, die klauen mich. Moment, wie ist denn Ihr Name? Finn. So, ganz ruhig. Jetzt bleiben Sie mal liegen. Guckst du mal? Ich bin unschuldig, die klauen mir das Geld. Mal drehen hier. Die berauben mich. Und einmal hinsetzen. Das gibt's ja nicht. So, bleiben hier. Ich bin unschuldig. Machen Sie mal die Tür auf. Ich bin unschuldig. So, was ist los? Kommen Sie mal raus. Gefahr ist gebannt. Gefahr ist gebannt. So, bleiben Sie hier. So. So, was ist passiert? Erzählen Sie mal. Alles gut? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Oder? Ja, geht schön. Ja? Okay. Was ist passiert? Ja, unser Mitbewohner, der Finn, der hat einfach auf unser Auto eingeschlagen, also auf mein Auto. Der wohnt mit Ihnen zusammen? Genau, ist unser Mitbewohner. Er wohnt jetzt seit einem halben Jahr mit bei uns. Ja. Und er beschuldigt uns, Lebensmittel geklaut zu haben und auch Geld geklaut haben. Aber das haben wir nicht getan. Okay, das wollte, hat er uns gedroht, uns zusammenzuschlagen. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal ins Auto eingeschlossen. Okay, und jetzt hat er auf das Auto eingeschlagen, um dann dementsprechend, okay. Ja. Gut. Was sind Sie denn für ein Kunde, sagen Sie mal? Was ist denn passiert? Wenn die mein Geld klauen? Wo? Seit Wochen geht es so, seit Monaten. Ja? Okay. Kühlschrank ausgeraubt. Okay, ja. Haben Sie reicht's irgendwann mal. Haben Sie einen Beweis? Aber das kann, ja, doch, kein Grund, kann doch kein Grund nur die sein, haben Schlüssel, dass Sie... Nur die haben Lassen Sie den Kollegen mal ausreden. Das kann doch kein Grund sein, dass Sie den zwei Damen mit Prügel drohen und letztendlich mit dem Baseballschläger hier das Auto kaputt schlagen. Wo sind wir denn hier? Was haben die denn hier? Anders geht's aber immer nichts, oder? Wir haben einfach... Doch, das geht anders. Das geht ganz anders. Seit vier Wochen fehlt mir alles. Mein Essen ist weg. Ich muss auch arbeiten, mein Geld verdienen, oder was? Wie lange wohnen Sie denn schon zusammen? Seit 6 Monaten. Okay. Und ständig fehlt was. Von meiner Freundin wurde die Dusche, wurde die Creme geklaut. Wer denkst du, ich benutze die Creme von meiner Freundin, oder was? Wir können ja gerne mal hochgehen und schauen. Wir waren das wirklich nicht. Das werden wir jetzt tun, ja. Dann schauen wir noch mal nach. Aber ich will jetzt kaum hier loslassen. Ich bin unschuldig. Das gibt's ja nicht. Ich werde beklaut und werde gefesselt. Das gibt's auch nicht. Sie haben zurzeit so ein Aggressionspotenzial. Haben Sie sich jetzt mal beruhigt, dann können wir es auch losmachen. Ja? Ja, aber ich mache nichts mehr. Aber ich will jetzt einfach, dass die Diebe mal hier feststellen. Also ich würde ihn jetzt noch nicht losmachen. Nee, das ist mir noch zu unsicher. Willst du so mit reinnehmen, oder willst du... Wir gehen jetzt so hoch, ja? Okay. So. Wir stehen jetzt mal auf. Und dann bleiben wir mal ganz ruhig. Ich bin kein Schwerverbrecher, ich will nur mein Geld wieder haben. So. Der Mann ist völlig unberechenbar in seiner Wut. In der Wohngemeinschaft wird deutlich, sein Misstrauen ist durchaus begründet. Wo ist denn Ihr Zimmer? Ganz ruhig, bleiben Sie da stehen, ja? Ja. So, zeigen Sie mal. Ja, das habe ich leider schon gesehen. Machen wir mal Kopfkissen weg. Ja. Bleiben wir hier. Haben Sie ihm das geklaut, das Shampoo, oder was? Ich habe einmal kurz benutzt. Haben Sie ihm das geklaut, das Shampoo? Ich habe es nicht geklaut. Ich habe es nur einmal benutzt, das war's. Von wem ist denn das Shampoo? Von seiner Freundin. So. Aber ich habe es wirklich nur kurz benutzt. Ich bin mega pleite. Warum machst du sowas denn? Ja, aber du kannst mich doch auf jeder Zeit fragen. Das ist ja das, was er eben angesprochen hat. Das von seiner Freundin hier. Aber mit dem Geld habe ich halt nichts zu tun. Oder? Ja, aber wenn wir jetzt schon damit anfangen, dass sie das Shampoo von der Freundin klauen, dann kann ich Ihnen jetzt... Ja, aber dann kann ich Ihnen doch jetzt erstmal gar nicht mehr glauben. Sonst können Sie den Rest durchsuchen. Ja? Damit habe ich nichts zu tun. Ja, also mit dem Rest. Ich fange jetzt gar nicht an, hier durchzusuchen. Wenn man, würden wir die Kriminalwache holen und die würden das Zimmer auf links drehen. Ja? Also, was hast du denn gefunden? Ja, der hat die Cremes von der Freundin, was wo sie fehlt mit denn eigentlich haben. Noch? Ja, von ihm Geld. Wie viel? 480 Euro fehlen mir noch. 480 Euro? 480 Euro. So. Okay, warte mal. Was beim Sparschwein geklaut worden ist. Wir müssen ihn mal eben befragen, genau. So. Dann gehen wir mal in Ihr... Zeigen Sie erst mal, was ist überhaupt passiert. Also sind jetzt heute nach Hause gekommen, oder was? Mein Sparschwein lag am Boden. Okay, in Ihrem Zimmer? In meinem Zimmer. Aber und da fehlen 480 Euro. 480 Euro fehlen da, ganz genau. Ja. Und die möchte ich wieder haben, das gibt's ja nicht, dass er mich ausraubt. Erst der Kühlschrank wird leergeräumt, alles wird leergeräumt hier. Das kann langsam nicht mehr sein. Ich bin sowas von wütend, ich kann es gar nicht sagen. Okay. Aber vielleicht schauen wir beim anderen Zimmer irgendwo. Irgendwo wird es schon sein. Das gibt's ja wohl nicht. Sie können gerne mein Zimmer durchsuchen, aber wir können ja auch mal in sein Zimmer gehen. Wir können mal bei Ihnen gucken, wo das Geld drauf ist. Aber wieso bei mir im Zimmer? Und Sie bleiben jetzt hier. Mal, wo das Geld aber warum denn bei mir im Zimmer? Zeigen Sie uns mal, wo das Geld weggekommen ist. Sonst können wir hier gar nicht mehr weitermachen. Die Handstellen lösen. Das ist schon in Ordnung. Also, das hier ist mein Zimmer. Es schaut so unordentlich aus. Mein Gott, was soll man machen? Ja. So, Da liegt meine... Okay, das ist, hier und ist hast du geöffnet. Okay, hier ist das Geld rausgekommen? Genau, da ist alles weg. Okay, gut. So,
Ja, super. Riecht ein bisschen hier, ne? Oder? Mhm. Was rauchen Sie so zwischendurch mal? Ja, nein, entschuldige es aber nicht falsch. Mir fehlt sogar noch was. Mir wurde noch 3 Gramm geklaut, sehe ich gerade. Das ist eine Scheiße hier. 3 Gramm? Wird nur beklaut. Was haben Sie jetzt gesagt? 3 Gramm? 3 Gramm Hasch oder was? Nur wird man beklaut die ganze Zeit, hä? Warte, das auch noch alles. Wie geil ist das denn? Ja, dann machen wir. Scheiße hier. Das machen wir, glaube ich, dann später, ne? Unfassbar. Wie viel Drogen haben Sie denn jetzt gehabt? Oder ist da auch was weg? Ja, das weiß ich nicht. Hast du gehört? 3 Gramm fehlen noch. Nur 3 Gramm? Vielleicht sagen Sie einfach als Beschuldigter jetzt mal gar nichts mehr, ne? Vielleicht auch besser. Nee, scheiße. Und warum schaut man bei mir nach? Ich habe gar nicht mehr mein Geld zurück. Ich wurde beklaut. Ich bin der Beschuldigte. Ja, haben Sie ja vollkommen recht. Ich bin der Unschuldige hier. Ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie das Spaß bei mir nach, oder was? Ja? Gehen Sie Kellnern zwischendurch? Ja, ich bin Hotelfachmann. Ah, okay. Gut. Wo waren denn die Drogen aufbewahrt? Wusste das jemand, dass Sie hier Drogen haben? Nee, wir wussten davon gar nichts. Nee. Das sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Okay. Sie sehen das zum ersten Mal? Ja. Ah, das ist so schön. Nicht mal so, als wenn wir das zusammen gewusst in der Wohnung wohnen, nee, oder? Also er hat meistens auch sein Zimmer zu. Ja, und wir gehen auch nicht einfach in fremde Zimmer rein. Das ist seine Sache, was er hier macht. Wie viele Personen wohnen denn insgesamt hier? Wo haben Sie die Drogen denn aufbewahrt? Sagen Sie mal. Ich gebe jetzt keinen Kommentar mehr von mir. Hier eine Packung oder wo? Es war alles auf dem Tisch gelegen. Verdammt nochmal. Und jetzt ist nichts mehr da. Nun bleiben Sie mal ganz ruhig. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ich verstehe nicht, warum man bei mir sucht. Mir wird Geld geklaut, jetzt wird bei mir hier gesucht. Die sind die Schuldigen. Ich will jetzt einfach mein Geld zurück. Ja, dafür. Ja, wir gehen jetzt gleich einfach mal. Gehen Sie mal darüber. Geh jetzt mal die Handschellen los. Nee, Sie können sich mal da hinsetzen und auf uns warten. War die Balkontür auf? Hast du die nicht auch zugemacht, die Balkontür? Hallo! Bevor die Polizeihauptkommissare Michael Weber und Cornelia Bauer nach Einbruchsspuren suchen, gehen sie dem Tumult nach, der vor dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist. Hallo! Stopp, bleib stehen! So, hinsetzen! Wer sind Sie denn jetzt? Ich? Setzen Sie sich mit hin. Ja. Was hat denn? Ja, habe ich. Oma, was denn? Ich brauch's Geld. Ah, ich brauche auch Geld. Kann ich das vielleicht haben? Aus welchem Zimmer? Ja, kann ich das haben? Ich hab. Hä? Stell dich so. Aus welchem Zimmer? Oben der Balkon ist doch immer offen. Ich hab da genommen. Ich hab Medikamente ständig für den Nackenschmerz. Ich bin arbeitsunfähig. Ich kann nicht mehr arbeiten. Das Geld reicht nicht. Wohnen Sie auch da, oder? Kennen Sie den Herrn? Ich wohne nebenan. Sie bleiben bitte. Nachbar, ja? Sie bleiben jetzt mal einen Schritt zurück. So. Sie wohnen nebenan, sind in die Wohnung rein. Ja, der Balkon ist offen. Haben wir Zeug auf dem Tisch gesehen. Ich habe gedacht, er kann jetzt, ihm könnte ich es verkaufen. Ja, so sehe ich aus. Ne? Ja. Und wer sind Sie? Wohnen Sie auch hier? Nein, ich bin einfach ein Spaziergänger. Er hat mich gerade, ich bin hier vorbeigekommen, da ruft er mich da hinten mal eben schnell hin. Ne. Denke, er braucht vielleicht Hilfe oder sowas. Und dann da tritt er mir diese Scheiße an. Ich habe mit Drogen nichts am Hut. Haben Sie ich wollte es nicht haben. Ich habe Sie ja noch gerufen. Haben Sie Drogen dabei? Haben Sie schon gekauft? Gar nichts. Er wollte mir was in die Tasche stecken. Ich habe nichts genommen. Der Nachbar lebt am absoluten Existenzminimum. Er hat sich nicht nur an den Drogen und dem Sparschwein vergriffen, sondern sich auch am Kühlschrank der Wohngemeinschaft bedient. Anzeige wird gefertigt, Sie werden aufgeführt. Wir bekommen bestimmt noch Post von uns. Ja, aber sonst bekomme ich keine Schere rein. Nein, alles gut. Okay. Haben alles richtig. Sie dürfen aufstehen, Dankeschön. Ja. Und Sie dürfen auch eigentlich schon gehen. Dankeschön. Ja. Ich war letztes Mal in dieser Vielen Dank. Spazieren gegangen bin. Danke. Auch nicht schlecht. Kollege hat Ihnen alles erklärt. Ja.